Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Ich denke, der ein oder andere von euch ist auch mit dieser Frage in Berührung gekommen: Mama, wie viel ist denn eine Million? Das sind so Fragen, die unglaublich schwer zu beantworten sind. Und das sind die Fragen, die immer, immer wieder kommen. Und ich habe in meinem liebsten Kinderbuchverlag zum Glück ein Buch dazu gefunden: Wie viel ist eine Million? Und da ist tatsächlich ein Poster drin mit genau einer Million Sterne. Das finde ich richtig, richtig cool. Das ist hier hinten in dieser Lasche. Das finde ich richtig cool. Um dann halt wirklich mal zu zeigen, guck mal, das ist eine Million. Und es geht um diesen kleinen Pinguin, der eine Reise macht. Da. Der macht eine kleine Reise. Denn er möchte herausfinden, wie viel eine Million ist. Und dann findet er erstmal 10 Fische und macht sich dann aber halt auf die Reise. Und dann findet er 100 Pinguine. Und aber auch die können ihm nicht sagen, wie viel eine Million ist. Und er trifft so allerlei Leute, auch ein kleines Robbenkind. Und dann findet er 1000 Schneeflocken. Super, super schön. Und am Ende kehrt er dann nach Hause zurück und hatte immer noch keine Million gefunden. Erzählt dann aber von den 10 Fischen und den 100 Pinguinen und den 1000 Schneeflocken. Und dann sagt die Mama: Komm mit nach draußen, ich will dir was zeigen. Schau zum Himmel hinauf, mein kleiner Pip. Dort findest du deine Million. Und das ist halt dann auch das Poster, was richtig, richtig schön gemacht ist. Und so kann man doch erklären, wie viel eine Million ist. Ein wunderschönes Buch. War jetzt ein bisschen komisch, das zum Frühling zu lesen, aber irgendwo auf der Welt liegt gerade Schnee. Ich verlinke euch wie immer das Buch unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!